Jo, meine Leute, Browser XL hier, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. So, und wir sind hier jetzt beim vorletzten, glaube ich, ne? Vorletzten oder letzten Bauernhof, den ich geplant habe, den wir hier rund um unsere Bremer Vorstadtanlage bauen wollen. Eventuell halt eben einen noch hier. Dieses Werk könnte auch noch mal ein bisschen ausgebaut werden, da fällt mir bestimmt noch mal ein. Und dann ist das gut, würde ich sagen. Dann passt das auch so. Und da wir hier schon halt eben so ein bisschen einen kleinen Krimskrams hingestellt haben, fangen wir hier jetzt einfach mal an, dass wir hier so ein bisschen mit Assets spielen und da das hinstellen, was noch halt eben alles so dann fehlt. Ich habe noch wieder ein paar mehr Häuser noch mit drin. Die müssen hier noch irgendwo auftauchen. Da sind noch ordentlich ein paar dazugekommen. Oder auch nicht. Wahrscheinlich sind das die hier. Na, also unter anderem gibt es da halt eben nicht nur neue Wohnhäuser, sondern durchaus auch noch Märkte und all solche Geschichten. Also von daher bin ich da sehr erfreut, was sich da momentan halt eben auch gerade wieder tut. Ja, da ist auf jeden Fall noch so einiges halt eben im Fluss. Und ja, da werden wir uns dann nochmal eben so anschauen, was denn da noch so kommt. Ich hätte jetzt eigentlich die Hoffnung gehabt, dass ich jetzt relativ zügig das sehe, aber nee, es sieht nicht so aus. Aber das macht nichts. Das werden wir dann zu gegebener Zeit finden und benutzen. Da bin ich halt eben auch relativ schmerzfrei. So, aber jetzt wollen wir halt eben erstmal entsprechend an die Assets ran und da sind sie, die ich suche. So, und dann wollen wir hier nochmal ein bisschen Pasture, weil wenn wir hier schon halt eben eher so Stallungen und sowas dann halt hin tun, dann können wir dort halt auch mit dann eher mit sowas arbeiten. Trees, dann grenzen wir das damit ab. Ah, okay, da ist die Dings schon, das macht nichts, wenn wir hier, glaube ich. So, wo gibt es so eine Kollision? Vor allem, was kollidierst du? Auch mit den Bäumen, das ist ein echtes Problem. Na gut, dann brauchen wir einmal den Asset Radierer. So. Und auch hier nochmal die Steine weg. Das ist komisch. Sonst ging das doch auch immer so. Naja, was auch immer. Soll jetzt wohl nicht so sein. Werde ich mich auch nicht drüber beschweren. Ja, besser. Und hier. So. So. Ja, wunderbar. Das ist schon mal sehr gut. Part mit dran. So langweilig ist, drehen wir das hier auch noch mal. Also da kommen wir beide hin, das ist hier so ein bisschen so die Grenze markiert, ne, im Großen und Ganzen. Das ist jetzt ein bisschen trigonal. Aber hey, das passt schon. So, den werden wir jetzt hier noch so platzieren. Auch nur mit dem Pfad, nicht mit beiden. So. Und weil es so schön ist, machen wir hier, glaube ich, auch nochmal eine hin. Tatsächlich so. Oh, ich habe gerade Joy Division im Ohr. Im Ohr. Let's control again. Ach ja, so, hier kommt das hin.
würde ich sagen. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Okay, so. Jetzt haben wir hier erstmal dann die ganzen Flächen. Jetzt könnten wir hier nochmal gucken, ob wir hier nochmal ein paar Wirtschaftsgebäude hinstellen können. Das würde ich nicht so schlecht finden. Wo sind sie denn? Da sind sie denn. Zack. So, die können wir da dann halt eben schön, genau, die stehen dann da noch mit dran und dann machen wir hier tatsächlich noch einen zweiten. So, das ist schon die richtige Ausrichtung, ne? Muss man gucken. Oh ja, okay. Und einer kommt noch hier. So, okay, nicht schlecht. Zack. Silo darf nie fehlen, finde ich. So, das ist doch schon mal ganz hübsch. Wenn wir hier mal anfangen, das Gelände ein wenig zu verdrecken. Ach, warte mal, ich muss mal eben gerade. So. Prost. Heute mal Chupa Chups Erdbeeren. Aus Südkorea, glaube ich. Ist bei meinem Rewe aufgetaucht. Es ist wirklich so, als würde jemand irgendwo in Südkorea sitzen und Chupa Chups einkochen. Das ist schon echt abgefahrenes Zeug, aber hey, es schmeckt. So, jetzt mal hier einfach dann, zack, guck mal hier, das passt da auch wunderbar rein, ne? Super. Das machen wir hier genauso. Bisschen länger. Okay. Ich muss ja sagen, dieses Asset ist wirklich einfach grandios. So, und jetzt werden wir hier nämlich beikommen und werden hier zwischen jetzt die Baumreihe noch vervollständigen und hier auch und machen daraus so ein bisschen so eine natürliche Grenze. Arbeiten wir heute mal nicht mit Zaun, sondern mit Bäumen. Warum denn auch nicht? So. Als Pflanzer hier, zack, bitteschön. Irgendwie ist dieses Einzelverlegetool irgendwie reichlich gruselig. Ein Pfirsichbaum ist zwar auch ganz cool. Das wäre halt eben tatsächlich mal eine Idee, ne? Dass man halt eben beikommt und vielleicht mal Obstplantage macht. Ja, ich meine, Apfelbäume sind da, Pfirsichbäume sind da. Da müsste man mal drüber nachdenken können. Gut, der Apfelbaum ist ein bisschen klein, ne? Das war noch so. Eine Föhre. Wäre auch gut. Eine Hatzelnuss. Palmen müssen jetzt nicht unbedingt sein. Kroatien.
So, da hat er jetzt hier so seine. Baumreihe hingepflanzt. Wunderbar. Und hier gehen wir jetzt mal mit dem Tarantel ran. Da heben das Ganze ein bisschen. Müssen wir gucken. Ja, so. Jetzt hier mal ein bisschen. Wunderbar. Perfekt. Den Hügel brauchen wir später noch. Ah, Gott sei Dank. So, jetzt wollen wir hier nochmal eine Runde sehen. Ich finde einen Baum so ganz ohne Schilf irgendwie ziemlich ätzend. Und da machen wir mal richtig dichtes Schilf. Unregelmäßig sein. Ich mache mal ein bisschen Freiraum, weil das sieht auch mit diesen Dings, das finde ich eigentlich ganz cool. Oh ja, da muss ich gleich mal gucken, ob die der Steg da funktioniert. So, weil da könnte man hier nämlich nochmal einen Steg jetzt reinknüppern. Warte mal, der müsste ja. Warte, warte, warte. Nee. Transportation Rail, R, Ticket Machines. Nein, nein, nein. Warte mal, wo war das noch? Das war vielleicht am Black. Nee. Ah, genau, hier sind die anderen noch. Das sind die Läden. Guck mal. Zack, das sind zwar russische Läden, aber hey, pff, so what. Da bin ich sehr schmerzfrei. Hauptsache, die haben welche. So, nein, das ist es auch nicht. Hier ist es auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, da wäre der mit dabei, aber nee, ist er anscheinend nicht. Na gut, was anderes kommen. Okay, Finger weg. Lassen wir das. So, dann können wir hier noch ein bisschen Fuhrpark machen. Er ist ein bisschen groß, aber da freue ich mich schon drauf, den irgendwo nochmal zu verbauen. Weil da werde ich einen Riesenspaß dran haben.
scheint ein Faible für alte LKWs zu haben. Aber das soll ja auch nicht schlecht sein. So, okay. Dann haben wir das hier alles. Ein paar Menschen noch und dann würde ich das gut sein lassen. Ich will da gar nicht groß dran herumfrickeln. So, und hier können wir auch nochmal so, und jetzt hatte ich das Foto von diesem Aufbau hier gepostet bei Transport FIFA.net und da kam natürlich die sehr richtige Anmerkung, ja, und wo ist der Kran, der das Ding aufbaut? Das stimmt natürlich. Und deswegen sollten wir das jetzt auch mal mit dazu tun. Ich weiß auch schon, welchen wir nehmen werden, wenn ich ihn dann mal finde. Die Kräne sind hier. So, ich will nicht den Kran, sondern eigentlich eher den anderen. Genau. So, da können wir doch eher so einen hier einstellen, finde ich. Farblich ist der andere einfach schöner. So, und der ist hier dann jetzt und kann hier halt eben entsprechend den Aufbau vorantreiben. Finde ich gut. Und da machen wir Folgendes auch noch. Und zwar hätte ich gern den. Ja, mach hier mal normal. Zwei von denen mal noch mal mit dazu und dann hätte ich gerne noch Truck ohne Kollision. Ne, warte mal, noch anders. Da. MANF 2000, das ist nicht das, was ich habe. Ich hab doch noch diesen anderen LKW. Ups. Ich hab doch noch diesen anderen LKW. Der wesentlich bulliger ist. Das sollte nicht sein. Hab ich noch nicht mit drin. Da steht der hier noch mit irgendwo unter Artenschutz irgendwie im Rest der Becken. Nein, auch nicht. Das sind die aus dem Grundspiel, nee. Zäune, die sind außen, das ist auch in Ordnung. Die machen nämlich auch mal wieder aus. Also ich setze so selten die Wagen direkt und wenn, dann ist das immer. Ich sag schon, dann ist das immer mit echten Zügen in Verbindung. Jetzt, dass ich da mal die V100 einfach mal so hingestellt habe, das ist ja, das kannst du ja hindern. Meine Hand kannst du es ja abzählen. Der 8x4 Tipper, den brauche ich nicht. High Roof. Ne, den Ram brauche ich auch nicht. Nehmen wir den High Roof. Der da überhaupt nicht für geeignet ist, ist aber auch egal. Davon stellen wir hier auch zwei hin, die dann halt eben irgendwann wird da halt eben später die Crew den Kran zerlegen. Und dann wird dort.
sehen zwar aus wie aus dem Kohlebergwerk, aber da ist gerade, ne? Arbeitsbesprechung. Was machen wir heute? So, das passt so. Wunderbar. Dann haben wir das jetzt. So, gucken. Dann haben wir das hier. Und dann will ich eigentlich nur noch hier hin. Beziehungsweise... Ja. Aber was hat es jetzt mit diesem Hügel auf sich? Warum baue ich zwischen diesen beiden Bauernhöfen einen Hügel? Was hat er sich dabei gedacht? Ist er jetzt endgültig verrückt geworden? Nein, ist er nicht. Denn eine Sache, warte. Als ich die hier gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, das musst du einfach machen. Pfirsichbaum, zack. Ein Zitronenbaum. Der ist aber klein, ne? Schade, den hätte ich mir größer vorgestellt. Ich habe nämlich, als ich das gesehen hatte, musste ich an die Simpsons denken. Ich dachte mir so, ey, wie geil ist das denn? Shelbyville und Springfield, ne? Oh, obwohl, ja, passt schon, ne? Okay. Ein Herr der Ära C. Wir wollen gar nicht so sehr den haben. Zack. Und er erzählt jetzt hier den jungen Wilden. Erzählt er über den Zitronenbaum und wie ihn der Nachbarsbauer mal geklaut hatte. Großartig. War eine grandiose Folge. Tut, 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 tut. Okay, lass uns mal gucken. Alles klar. Dann würde ich sagen, können wir hier nochmal ein bisschen vorbereiten und da nochmal ein bisschen vorbereiten und dann ist die Sache halt eben in der nächsten Folge auch erledigt. Dann können wir weitermachen. Meine Idee war, wir gehen ja mal nach Bremen und fangen mal ein bisschen mit der Hafenanlage hier und so an. Da hätte ich nämlich, glaube ich, nicht Lust zu. Okay. Dann gehen wir mal hier so ein bisschen gucken, wie wir das noch ein bisschen hübsch kriegen. Als erstes mal natürlich erstmal brauchen wir hier ein bisschen Terraforming, das ist klar. Das ist jetzt erstmal alles ein bisschen auf eine Ebene hier. Ich sag mal, das lassen wir erstmal. Das ist auch in Ordnung, wie es drüben aussieht bei dem Dings und ich bin nicht so weit raus. Ja. Den letzten Bau noch, den machen wir nicht so riesengroß. Den ist noch so ein bisschen damit. Okay, ja, sieht ganz in Ordnung aus. Und wie gesagt, dann machen wir hier jetzt noch einen kleinen, Bauernhof. Dann überlegen wir uns mal, was wir mit dieser Geschichte hier machen. Und dann ist es das auch. Okay, wunderbar. Stressken. Sowas hier. Warum nicht?
So. Machen wir das hier so, dass wir hier jetzt auch noch mal so ein bisschen. Stellfläche und so weiter haben. Ach, der Baum gehört zur. Ah, okay. Ja, genau. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Okay, der Baum gehört zur. Mit der Leuna machen wir auch nochmal irgendwas anders. So, und jetzt machen wir hier ein paar Felder hin, die nicht ganz so groß sind. Hier kommt nochmal ein Blumenbauer hin. Hätte ich natürlich gern ein paar Tulpen, aber das wird wohl nichts, ne? Das macht aber auch nichts. So, und hier schließen wir das Feld an. Wunderbar. Und ja, hier machen wir jetzt einen kleinen Obstbaumhof. Und zwar müssen wir dafür erstmal hier ein bisschen das Gras herunterschneiden. Nur so. Ah, ich glaube, das ist schon weit. Helleren Fläche können wir jetzt Obstbäume setzen. So, Apfelbaum. Den wollen wir immer drehen, das ist vollkommen in Ordnung. So, und die werden immer so in Reihen gepflanzt. Aber das ist halt auch nicht so schlimm. Oh, der Apfelbauer ein bisschen betrunken, ne? Als er die gepflanzt hat. Aber nun hat er den Salat. Da muss er jetzt durch. So, und dann machen wir hier noch. Was hatten wir noch? Wir hatten noch Haselnuss. Haselnuss will ich nicht. Dattelpalme auch nicht. Kokospalme will ich auch nicht. Chinesische Fächerpalme. Diese ganzen Palmen. Bananenpflanzen finde ich ja witzig prinzipiell, aber schon der Pfirsichbaum ist natürlich etwas sehr gewagt. Ja. Zitronenbäume dazu. So, dann können wir hier noch mal mit dem Asset Tool dran.
bringen wir dann noch ein feines Stück raus. Dass man da auch Zugang hat. Was ich da gleich noch machen will, ich will, dass die Föhren den Baum, den Hof dort umstehen. Ja, also hier. An den Apfelbäumen und den Pfirsichbäumen sieht man die Früchte schon. Das ist doch ganz fein. So, jetzt können wir hier nochmal ein paar Fahrtüchchen setzen. Wo ist er denn? Den hier mit Unkrautvernichter. Das glaube ich ganz normal. Also nehmen wir gar nicht. Einfach nur ein bisschen schick. Da ist nur das Kleine, ne? Ja, okay, das ist dann... Wäre dann nicht so cool, wenn man einfach da reinsteckt. So. Das passt, ein paar Menschen. Auch hier. Okay, wunderbar. So, dann machen wir hier entlang der Straße nochmal ein bisschen Wasser. Anders, weil hier noch mal ein bisschen Schilf. Das ist mir ein bisschen zu dicht an. So, dann haben wir das. Okay, dann hätten wir hier auch den dazugehörigen Krams. Und jetzt können wir hier noch ein paar... Was ist Bergahorn? Den will ich nicht. Ich will Föhren da haben, genau. So, Einzelplatzierung. So,
Das ist okay. Jetzt springen wir hier nochmal. So. Die Sachen hier weg. Und damit ist das für mich erstmal per se in Ordnung. Das lassen wir schon mal so. Okay, gut, gut, gut. Und jetzt müssen wir halt eben nur noch mal gucken, was wir mit diesem Stahlwerk hier anstellen. Da habe ich so zwei, drei Ideen noch. Und das wird dann in der nächsten Folge unser Hauptprojekt sein. Und da werden wir dann halt eben auch diesen Bauabschnitt mit abschließen. Und dann geht's nach Bremerhaven. Was haltet ihr davon? Ich glaube, das ist eine gar nicht so unschöne Sache. Und bevor ich gehe, ihr wisst, ich liebe sie. Deswegen brauchen wir noch ein paar davon. Ja, seine Gäste auch nicht vertreiben, ne? Das ist ja klar und das passt dann auch so. Okay, dann haben wir hier jetzt noch wieder ein Stück weit mehr Szenerie da noch zusammengebracht und ja, hier geht's dann beim nächsten Mal weiter und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht auch nochmal ein bisschen Bewegung reinbringen. Weiß ich nicht, irgendwie nochmal LKWs ein bisschen fahren lassen oder sonst was irgendwie. Ne? Also da kann man sicherlich schon noch was anstellen. Da bin ich mir absolut sicher. Und das gucken wir uns beim nächsten Mal an. In diesem Sinne stellen wir uns hier mal hin. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das kann man so lassen. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis denn. Ich bin raus. Ciao.